Ja, was ist jetzt, Leon? Ist die Karre überhaupt vor der Tür geparkt? Meine Güte. Amazing Animations hier. Ist das hier eine Karte? Ne. Wir benutzen die Tür einfach mal und gucken, was uns dort erwartet. Hau rein! Bitch. Ja, das immer, die haut immer ab. So. Erstmal gucken. Erstmal gucken. Da liegt noch Munition, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Danke. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hier hinkommen. Ah, hier, zu den Zellen. Aber hier ist gar keiner drin. Warum? Let me guess. You must be Ben, right? Get up, now! What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. Who was that? WTF! Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Jo, danke. Jetzt weiß ich Bescheid. Das Ding brauchen wir nämlich dafür. So. Und jetzt verziehen wir uns einfach wieder. Einfach so, weil wir es können. Wir werden aber bevor... Oder ich glaube, wir müssen sogar jetzt hier... Ne, müssen wir nicht. Moment. What the fuck? Doch, genau hier müssen wir rein. Ja, genau hier müssen wir rein. So, jetzt will ich aber erstmal... Die Köter können nämlich da raus. Und zwar, wenn wir diese rote Pflanze hier aufheben. Fuck! Drei Schüsse verballert, ey. So, erstmal werden wir die miteinander kombinieren. Zack, Bams. Einfach mal nur so, weil wir es können. So, dann kombinieren wir den Kram hier auch noch miteinander.
So, hier ist nichts drin. Ich glaube, in der Zelle hier war auch nichts drin. Ja, da war ein blaues Kraut. Ich glaube, die blauen Kräuter sind da, um Vergiftungen zu heilen. Ich bin mir da aber nicht mehr so sicher. Ja, genau. So, jetzt werden wir das Ding hier usen. Und offen ist das Loch. Oh, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da schon runter müssen. Moment. Wir werden das erstmal anders machen. Wir werden erstmal wieder zurückgehen. Ich will nämlich noch dieses andere Loch da austesten. Ich glaube, hier sind jetzt Köter drin. Doch nicht. Aber ich will jetzt auf jeden Fall nochmal austesten, was wir da unten machen können. Ich bin mir da nämlich jetzt gerade nicht mehr so sicher. Wallapalooza! So, dann gehen wir hier runter, Leon. Na, hier war ein Safe Room, ne? Sehr schön! Genau diesen Safe Room habe ich nämlich gesucht. Ich wollte doch schon sagen. Perfekter Mundo, meine Ladies und Gentlemen. Das heißt für mich, ich werde diese Aufnahmesession hier nämlich beenden. Ja, hasst mich dafür. Aber das ist mich Lade. So, wir werden auf jeden Fall... Auf jeden Fall werden wir... die Schrotflinte mitnehmen. Moment. Obwohl, nee, komm, die Schrotflinte lassen wir erstmal hier. Wir werden auf jeden Fall, werden wir Heilung mitnehmen. Das Farbband nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Mit den drei Steckern bin ich mir noch nicht sicher. Weil wir nämlich eigentlich, so wie ich glaube, 4 brauchen. Ja, deswegen lassen wir es erstmal hier. Weil wir können ja dann in der nächsten Aufnahmesession nochmal überlegen, was wir mitnehmen wollen. Wir werden abspeichern. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß wieder bei den Folgen. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe und wie viele Folgen da rauskommen werden. Aber ich werde mir auf jeden Fall einen vernünftigen Uploadplan einfallen lassen für den neuen Kanal. Und dann werdet ihr ja sehen, wann ihr mit Resident Evil 2 rechnen könnt. Ich hatte halt jetzt wirklich den Fehler gemacht, übers Wochenende in 12 Stunden 7 Folgen hochzuballern. Da geht die Viewzahlen wirklich ein bisschen unter und das finde ich für das Projekt wirklich schade. Und deswegen werde ich mir da schon was Vernünftiges einfallen lassen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich finde es extrem geil, das Spiel. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Also macht's gut!